Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rap Beduine Box von Mosh 36. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mosh 36 Rap Beduine. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier hellblau bzw. den Himmel und dann haben wir hier eine S-Bahn oder U-Bahn vorbeifahren und hier die Wand mit einem wunderschönen Bild, das hier gesprüht wurde, gemalt wurde. Rap Beduine lesen wir hier. Ich würde mal interessieren, ob das Mosh selber gemalt hat oder ob er das malen lassen hat. Sieht auf jeden Fall echt geil aus, so die Farbkombination Silber, Schwarz und Rot. Gefällt mir echt gut. Und generell bin ich auch ein Riesenfan von Graffiti. Also das ist mal ein gelungenes Cover. Gerade auch der Bezug so zu Berlin und Mosh selber ja auch relativ viel mit so Graffiti-Zeugs am Hut. Also sieht gut aus. Die Box, so eine reguläre Klappbox, ansonsten außenrum hellblau. Hier haben wir noch das Logo von Mosh. Und auf der Rückseite haben wir die Inhaltsliste. Also, Inhalt, Rap Beduine, Premium Edition, inklusive Instrumental-CD und DVD, signierte Autogrammkarte, großes Doppelposter, Ulf ist Cool-Sticker, Mosh 36 T-Shirt, Rap Beduine A Cappella-Version, das BZ-Mixtape und Ultimativ Long Papers. Und hier noch die Credits. Alles klar, also rein vom Inhaltsverzeichnis jede Menge Inhalt. Schauen wir mal, was wir jetzt vorfinden, wenn die Box aufgeht. So, aber jetzt. Wir haben einmal das T-Shirt, A Cappellas, das BZ Mixtape, das Album an sich, Rap Beduine, der Sticker, die Papes, die unterschriebene Autogrammkarte und zu guter Letzt das Poster. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, ist ein Digipack, ein stabiles, dickes Digipack. Was mich nur nervt, was ich schade finde, dass der 16er hier aufgedruckt ist und nicht mit einem Kleber aufgebracht ist. Das heißt, wir können diesen nicht entfernen und müssen leider mit diesem leben. Ansonsten gefällt mir das Cover richtig gut. Mosh mit der Hand hier im Gesicht und gerade auch hier dieses Totenkopf-Tattoo, also gefällt mir echt, echt gut. Stabiler Mann, gut aussehend, kann man nichts sagen. Und hier steht noch Mosh 36 Rap Beduine. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 21 Tracks. Eine Disc mit Instrumentals und eine Disc 3 mit einer DVD, Mosh's Archiv. Wir haben Features von Fahrt, Millionär, Kalash 44, Nazar, Mo Mitchell, Blockmonster und Lars Unlimited und BTNG, beziehungsweise nochmal Kalash 44 und Kai Mason, sagt mir ehrlich zu sein nichts. Meine Favoriten auf dem Album sind einmal Vorwort Intro, gefällt mir richtig gut. Und was noch? Hier da, Track 10, Serum. Alleine der Beat, extrem geil. Generell die Beats, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin froh, dass es hier Instrumentals gibt. Die Beats auf dem Album, sehr, sehr stark. Gefällt mir richtig gut. Okay, dann haben wir hier einmal das Booklet. Werden wir gleich mal ansehen. Das Booklet, hier haben wir die 36 und dann haben wir hier einen Basketballkorb und hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos. Ja, klassische Aufnahmen von Berlin, Bahnhöfe, Zuggleise etc. Hier weitere Tracks aufgelistet.
hier eine Aufnahme einer Fabrikhalle, schätze ich mal, stillgelegte Fabrik wahrscheinlich. Eignet sich hier gut zum Sprühen. Dann hier weitere Aufnahmen und Tracks. Die restlichen Tracks und die Infos über die Credits und der einzelnen Künstler, die auf diesem Album vertreten sind. Und hier hinten nochmal die Credits zum Album an sich. Schlichtes Booklet in Schwarz-Weiß mit ein paar Aufnahmen und den Infos zu den Tracks. Geben wir zurück in das Cover, in die Hülle. Und dann haben wir hier die CD Mosch 36 Rap Beduine, lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. In Schwarz-Weiß gehalten die CD. Dann haben wir hier die CD2 bzw. die Instrumental-CD. Mosch 36 Rap Beduine Instrumentals lesen wir hier. Genau gleich gestaltet wie auch schon die Standard-CD oder die Album-CD. Und dann haben wir als dritten Teil oder als dritten Tonträger die DVD Disc 3 komplett in Weiß. Hier der 16er drauf. Dieser DVD haben wir auch dieses hier zu verdanken. Und dieser sieht ebenso aus. Stabiles Digipack. Richtig dick. Gefällt mir. Dann haben wir in einer Papphülle die A Cappella Only CD. Selbes Cover, allerdings ohne diesen nervigen 16er. Sehr schön. Hier die ganzen Tracks nochmal aufgelistet. Allerdings, wir sehen es, wir haben hier 18 Tracks und hier 21. Also hier sind dann zum Beispiel die Skits, ja, ich glaube genau die drei Skits, weggefallen. Ja, sieht so aus, die drei Skits sind weg. So sieht die CD aus, ebenfalls wieder in der Schwarz-Weiß-Optik. Und ebenfalls in einer Papphülle haben wir hier eine Bonus-CD noch. Das BZ Mixtape von Mosch 36, das ja vor ein paar Jahren rausgekommen ist. 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Mosch 36 BZ Mixtape. Und hier haben wir 20 Tracks. Features von Mo Capo, PA Sports, Sasa, Mo, Fahrt, Azero, Kitty Cat, Millionär, Papas, Diloman, Diloman und nochmal Mo. Ebenfalls in der Papphülle. So sieht das Ganze aus. Es gibt sicher viele da draußen, die jetzt vielleicht erst mit Rap Beduine eingestiegen sind. Und für die ist das ganz nett, mal ein etwas älteres Release, einen älteren Mosch zu hören. Dann haben wir die Autogrammkarte, ebenfalls in Schwarz-Weiß-Optik gehalten. Hier mit weißem Stift Mosch unterschrieben. Und auf der Rückseite lesen wir die Tourdaten zur OO-Tour. Und hier die Dates. Gefällt mir gut. Dann haben wir einmal die Papes. Ohne Filtertipps oder sonst was, wirklich nur Papes. So sieht das Ganze aus, in Orange und Gelb und Grün gehalten, Ulfimativ. Gibt es auch einen Track mit Millionär, der so heißt, oomusic.de. Ja, wofür die geeignet sind, wissen glaube ich die meisten da draußen, nicht so mein Fall, lass die Finger von Drogen. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch, Ulf ist cool steht hier. Ebenfalls diese Farbkombination wieder, Orange, Gelb und Grün. Und dann haben wir noch das Poster. Schauen wir uns gleich mal an, wie das hier aussieht. Okay, das ist ein Doppelposter. Müssen wir nur aufpassen. Das ist immer so eine Sache beim Aufhalten. So, aber jetzt. Also, wir haben hier Mosch in Nahaufnahme
oben noch die Krone und die 36. Also Riesenporträtaufnahme im Querformat in Schwarz-Weiß gehalten. Und auf der Rückseite, was wir schon vom Cover kennen, dieses Riesenbild Rap Beduine mit der S-Bahn, der U-Bahn darüber. Gefällt mir echt gut. Also auch wenn ich ein Fan von dem anderen Motiv bin, mit Mosch drauf, aber ich glaube ganz ehrlich, ich würde das hier bevorzugen, wenn ich mich für eine der Seiten entscheiden müsste. Wie gesagt, Poster im Querformat. Ist nur die Frage, ob ich es wieder zusammenbekomme. Das ist immer meine größte Herausforderung. Ich werde es mal versuchen, ansonsten. So, ich glaube, jawohl, ich habe es geschafft. Sehr gut. Und dann haben wir als letzten Bestandteil das T-Shirt. Mosch 36 lesen wir hier. Komplett in Schwarz mit weißem Aufdruck. Neckprint gefällt mir richtig gut. Haben wir viel zu selten, meiner Meinung nach, Neckprint. Die Krone, die typische Mosch-Krone. Und das T-Shirt ist ein Gildensoft-Style. Größe L, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Wir schauen uns das Ganze mal kurz im Detail an, damit ihr seht, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust Mosch und hier am Bauchbereich die 36 groß bis ans Ende des T-Shirts. Gefällt mir richtig gut, sieht ein bisschen so nach einem Trikot aus oder so ein bisschen so wie so ein Football-Jersey, aber kann man auf jeden Fall tragen. Und wie immer fassen wir am Ende noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses eben gezeigte T-Shirt, dann das doppelseitige Poster, einmal mit dem Mosch-Motiv und einmal mit dem Cover von Rap Beduine im Querformat, die unterschriebene Autogrammkarte, das BZ-Mixtape von Mosch, die Rap Beduine A Cappella CD, das Album an sich im Digipack inklusive Album CD, Instrumental CD und DVD, diese Long Papes Ulfimativ und diesen Ulf ist Kult Sticker. Das alles in dieser wunderbaren Box von Mosch 36 Rap Beduine. Falls ihr die Musik feiert, falls ihr Mosch unterstützen möchtet, wie gesagt, die Links zum Album in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.